Moin moin und herzlich willkommen bei diesem Video. Dies ist das erste einer Miniserie über meine dreitägige Wanderung im ecuadorianischen Hochland-Amazonas-Dschungel. Wenn dir dieses Video und solcher Content gefällt, dann supporte mich doch ein wenig, indem du dieses Video likest, es mit deinen Freunden teilst und diesen Kanal abonnierst. Dann verpasst du auch die zukünftigen Folgen dieser Miniserie nicht. Und jetzt geht's los. Ja, moin. Das Abenteuer fängt echt abenteuerlich an. Ich sitze jetzt im Bus nach Tena. Ich bin noch in Quito im Busterminal. Und ja, auf dem Weg hierher hat man mir mein Telefon aus der Tasche geklaut. Ich habe jetzt gerade Gott sei Dank schon überprüft, über die ecuadorianische Nummer, die ich da drin habe, dass das Telefon ausgeschaltet ist. Das heißt, anscheinend kein Versuch, auf meine Daten zuzugreifen. Aber ich bin jetzt digital blind gerade. Ich habe noch ein zweites Telefon, das habe ich aber in Quito im Hostel in meinem Koffer gelassen. Ich komme heute Abend dann in Tena an. Da habe ich ein Hostel für diese Nacht und morgen früh geht es dann los. Einen dreitägigen Survival-Kurs in den Dschungel rein. Das heißt, ich werde zwei Nächte im Dschungel verbringen und auch ein bisschen Survival-Techniken lernen, ein bisschen was über Pflanzen hoffentlich lernen, giftige Pflanzen, Medizinalpflanzen. Ja, und jetzt labert hier jemand, will irgendwas verkaufen, deswegen mache ich jetzt Schluss. Wir sehen uns später. Ja, guten Morgen. Ich bin gestern gut hier in Tena angekommen und bin jetzt hier im Hostel, bin schon aus dem Zimmer wieder raus. Dann, da schläft noch jemand. Und ja, es ist warm und schwül. Ich habe schon auf dem Zimmer mir ein paar Haferflocken mit Nüssen und Rosinen reingepfiffen. Es ist irgendwie 20 vor 8 oder so. Jetzt muss ich nur noch bis 9 Uhr zum Treffpunkt mit dem Guide kommen. Das ist eine halbe Stunde etwa von hier, hat man mir gesagt. Ja, ansonsten geht's dann bald los. Angekommen hier, von wo es gleich losgeht. Ich habe jetzt eben schon mit meinem Guide Luis gesprochen. Guckt euch mal an, was der hier hat. Eine eingelegte Schlange. Er ist Touri-Guide und er kennt sich mit Überlebenstechniken aus. Er sagt, wenn er in den Dschungel geht, nimmt er meistens kein Essen mit, sondern er isst einfach, was er findet. Darauf bin ich natürlich sehr gespannt. Dieser Berg, der da noch so hoch geht, da werden wir raufgehen. Ja, krasses Spinnennetz hier übrigens, ne? Ja, ich bin gespannt, was auf mich wartet. Also, er holt mir jetzt noch Gummistiefel. Die größten, die er hat. Ich habe zwar meine Jungle Boots, die ich auch für Panama habe, aber er meint, ich soll Gummistiefel anziehen. Und ansonsten habe ich hier fast das ganze Zeug mit, was ich auch nach Panama ins Darien Gap mitnehmen werde. Außer, dass ich ins Darien meine große Kamera nicht mitnehmen werde. Aber hier schleppe ich sie mit, weil hier muss ich nicht so viel Essen tragen. Das heißt, vom Gewicht ist es wahrscheinlich noch ein bisschen leichter als im Darien. Ich denke, ich bin jetzt so bei 20, 22 Kilo. Mittlerweile bin ich ja schon echt daran gewöhnt. Ich bin jetzt neulich schon mit 24 gelaufen. Ja, ich bin mega gespannt. Ich habe jetzt Gummistiefel bekommen. Das sind die schicken Dinger, sind gerade meine Größe, also es müsste 45, 46 sowas sein. Sind allerdings sehr schmal im Fuß. Deswegen habe ich mir hier beim linken Fuß, weil ich da schon vorne so direkt gemerkt habe, dass ich scheue, habe ich mir gleich jetzt von Anfang an ein kleines Blasenpflaster draufgeklebt. Er holt jetzt gerade nochmal Angelzeug und dann geht es gleich mal los, würde ich sagen. Also das ist mein Guide. Ja, es geht los, ich bin mega gehypt. Ich freue mich. Eben noch das letzte Stück mit dem Taxi gefahren und jetzt gerade schon die Gummistiefel ein bisschen dreckig gemacht. Okay. Das ist Obsidian. Ah, Obsidian. Obsidian.
Es como una mezcla entre vidrio y sí, oxidada, ese es un mineral que se encuentra dentro del volcán. Entonces, cuando erupciona el volcán, es el único mineral que se cristaliza muy rápido fuera del núcleo. ¿Se usa para flechas y eso? Antiguamente se utilizaban para dar un terminado fino de las cosas como lanzas, flechas. Man hört schon diverse, für mich exotische Vogelstimmen. Und ich hoffe, die Gummistiefel machen mir keine Probleme. Und hier ist schon so eine krasse Stachelpalme. Oh, heftig. Hier sitzt so eine kleine, ist das eine Zikade? Ich weiß es nicht. So, jetzt sind wir hier bei so einer kleinen Hütte. Und mir wurde Chicha gegeben aus Yucca. Das ist fermentiertes Getränk, schmeckt echt abgefahren. So leicht säuerlich und ja, so, ja, wie sagt man, ja, leicht säuerlich. So, hier, original Becher habe ich jetzt bekommen. Eso aquí es como una cerveza, o como es? La chicha, por lo general, es una bebida ancestral que lo venimos utilizando hasta hoy en día. Sí, aquí en la cultura quichua siempre debe haber la chicha, ¿ya? No puede haber comida, no puede haber el desayuno, ni el almuerzo, ni la merienda, pero tiene que haber la chicha, ¿ya? Puede ser desayuno la chicha, almuerzo la chicha, merienda la chicha. Si falta la chicha no hay nada. La chicha no, por nada del mundo, ¿ya? Si falta la chicha vas a morir de hambre. Vos. Entonces lo preparan todos los días, o sea... Supongo que necesita unos días para fermentar, ¿verdad? Claro. Pero sí. ya vamos a tal vez. Uy, mucho. Ajá, pasar. Si hay más. No, eso es mucho para mí. ¿Serio? Sí, eso es mucho para mí. No sé cómo mi estómago lo va a aceptar. Ya. Gracias. Ahí está bien ya. Ah, esta es más dulce. Ha estado polvo en ese. Ese pilche vas a tener en tu mochila. Cada vez que quieras tomar el agua, vas a tomar ahí. Ok. Ya. Yo cargo un filtro. ¿Ah, sí? Todo moderno. Sí. Vamos de sobrevivencia. Also, der Herr zeigt uns jetzt noch den Weg. Vom Grundstück runter, weil der sich geändert hat. Und die reden hier Quechua miteinander. Wir sind auch nicht lange unterwegs, ne? Und mir tun jetzt schon die Füße weh. Da, wo ich... die sind echt unangenehm, die Gummistiefel, ey. Das wird nicht gut. Ich hätte doch auf meine Stiefel beharren sollen. Jetzt ärgere ich mich ein bisschen. Vielleicht ziehe ich mir nachher ein zweites Paar Socken drüber. Archidona tiene 121 comunidades indígenas. 121 indígenas. Indígenas. Wow. Tena tiene 240 comunidades indígenas y 5 cantones. Tena es la capital de la provincia de Napo. Aquí vive alguien. O vive todavía. Den ersten kleinen Berg sind wir hoch. Die ganze Zeit nur durch dieses Grasgestrüpp, was da wohl wächst, nachdem da einmal der Wald entfernt wurde. Oh, ich bin durchgeschwitzt wie sonst was. Alles ist plitsche, plitsche.
Haben wir schon mal einen Tukan gehört, aber leider nicht gesehen. Er meinte, das war ein weißer Tukan. Hier ist eine Feuerstelle. Da liegt so ein geschweißtes Grillrost, das liegt auf dem Kopf. So, ich werde mir jetzt direkt schon mal vorsorglich noch ein Blasenpflaster an den anderen Fuß machen. So, das ist der Dschungel da unten. Hier geht's gleich los. Bis jetzt war das alles hier ehemalige Acker. Darum wächst hier nur dieses Gras. Und das ist der hohe Amazonas. Er hat mich gerade zu sich gerufen. Er sagt, da hat der Jaguar seine Krallen gewetzt. Das wollen wir uns doch jetzt mal aus der Nähe anschauen. Wollte eigentlich nur vorgehen und den Weg auskundschaften und meinte, ich soll mal warten. Sieh es. Oh. Er sagt, hier erkennt man die Spur. Como con los dedos así. Como así. Okay. Also, wir sind im Jaguar-Gebiet. Ja. Er läuft mit seinem Rambo-Messer durch den Wald. Es ist hier so glitschig. Ich hole hier bestimmt nicht meine Machete raus. Ey. Wenn ich wegrutsche und die in die falsche Richtung zeigt, dann ist es aus, dann war's das. Puh. Hier hat er gerade den Baum angehackt und zeigt mir, wie da die Flüssigkeit rausläuft. Das ist ein Medizinalbaum. Also gut zum Vernarben, glaube ich, sagt er. Also man, Narbenbildung. Das heißt Sangre de Drago. Ich glaube, das heißt so viel wie Drago es como dragón. Sí, como drago. Also Drachenblut. Drago. Drachenblut. Hier sieht man, wie der Baum blutet. Abgefahren. Vamos a curarle ya. Nunca hay que dejar así. Mira esto. Tú coges esto. Puedes poner en cualquier lugar. Esto hace una crema. Uf. Mira. Wow. ¿Y eso sirve para qué? Eso sirve para heridas. Puede servir todo lo que hoy en día esto están vendiendo a nivel mundial. Los médicos están recomendando. Porque tiene grandes propiedades, especialmente propiedades cicatrizantes. Puede cicatrizar interno y externamente. Entonces esto es muy bueno para la gastritis y para la pérdida de flora intestinal para las personas mayores. Ok, pero ahora lo vas a curar. Sí, no vi, pensé que estaba señalando y no vi que había sido un árbol de sangre de dragón. Also er wollte den Baum nur anhacken, weil er hackt hier sozusagen Zeichen in die Bäume, also nicht jetzt Symbole, sondern einfach als Signalisation, dass man hier war, dass hier der Weg lang geht und hat das gemacht, bevor er gesehen hat, dass das der Baum vom Drachenblut ist. Und jetzt meint er, das kann man so nicht lassen, das muss er sozusagen, er muss ihn heilen, also versorgen sozusagen. Und deswegen klebt er da jetzt so Lehmboden drauf. Okay. Hat hier gerade dieses Stück abgehackt von der Liane und mir gezeigt. Und das sieht sehr interessant aus von innen. Und dann habe ich gefragt, was es ist. Er sagt, das ist eine der Pflanzen, die zum Ayahuasca-Brauen benutzt wird. Spannend. Sieht echt abgefahren aus. Also hier lernt man
echt was, ey. Oh, meine Füße tun weh. Llevamos un poquito, okay. Puedes poner tu mochila. Gerade hat er mir so Pflanzenreste gezeigt und gesagt, das ist der Rest von dem, wenn der Bär, der Brillenbär hier ist, der pult diese Pflanzen auseinander, um das Junge, den jüngeren Teil oder das Herz oder so zu essen. Und da lagen noch die Überreste. Und er ist die ganze Zeit immer auf der Suche nach den alten Wegen, weil die halt nicht so oft benutzt werden und der Dschungel ist immer sehr schnell wieder verschluckt. Aber hier erkennt man wohl noch Treppen. Krass. Ja, hier hat mal jemand Treppen aus Baumstämmen gemacht. Ui, esas pepitas azules se ven muy interesantes. Mira cómo se camufla. ¿Qué, una rana o qué? No, este y un grillo. Ah, oh, wow, un grillo grande. Wow. Se camufla igualito que la hoja. Sí. Mira la hoja. Vamos a poner aquí. Der Regen kommt. Man hört ihn hinter uns ankommen. Und er ist da. Voy a cortar las hojas, pero. Yo tengo poncho. Sí, saca la punta, please. Sí. Ja, der Regen hat uns voll erwischt. Es war spannend zu hören, wie der hinter uns herkam. Er hat sich jetzt natürlich einen Regenschirm genommen und ich habe meinen Poncho rausgeholt. Ja, dicke, fette Tropfen, ein richtiger Dschungelregen. Interessante Erfahrung, aber das Wasser ist tatsächlich richtig warm auf der Haut. So, also nicht kalt. Spannend. Aber klar, wenn man erstmal eine Weile nass ist, dann friert man wahrscheinlich schon hart. Gerade hat es genau über, fast genau über mir. Okay, der davor war noch dichter dran und noch lauter. Alter Schwede. Das ist hier kein Kinderausflug mehr. Er ist jetzt wieder Weg suchen gegangen, wo es weitergeht. Er läuft nur mit seinem komischen Blatt über dem Kopf rum. Ah, da kommt er wieder. Und wir warten, er sagt, wir warten, bis es aufhört, weil wenn es so heftig regnet, dann hört es auch schnell wieder auf. Mal gucken. Du musst hart sein, wenn der Dschungel weint. Ihr wisst Bescheid. Ich habe gerade Ameisen gegessen. Und zwar in diesem Blatt hier, in diesem dicken Ding. In der Pflanze hier leben Ameisen. Diese Pflanze produziert einen Zucker, hat er mir erklärt. Und diese dicken Stellen an den Blättern, da leben Ameisen drin. Die kriechen unterhalb der Blätter. Hier zwischen den Kanälen, da kriechen sie ins Blatt rein und dann bauen sie da ihre Nester und leben in Symbiose mit der Pflanze. Und die Ameisen sind sauer, säuerlich, und durch den Zucker, den die Pflanze produziert, die Säure neutralisiert sich und die Ameisen sind essbar. Ich kann jetzt hier das Blatt aufmachen und da sind die Ameisen drin. Hier sind noch ein paar drin.
So, und so isst man Ameisen. Schmeckt nach Zitrone. Unser Ziel ist jetzt nur noch der Fluss. Ui. Der Flur? Oh nein, animal. ¿Escuchaste? Sí. Wir folgen gerade dem Ruf des Vogels, denn er meint, jetzt im Januar legen die Eier oder haben die Eier gelegt. Und die Hülle sich wohl holen. Er sagt, in irgendeinem Loch müsste das sein. Also er muss nur ein bisschen mehr als 10 Meter gehen und ich sehe ihn kaum noch. Mein Schuh hängt an der Liane fest. Der Poncho macht es auch nicht gerade einfach. Wann ist das? Luis! Ah, ¿cómo te fuiste para allá? Also, wir sind jetzt fast am Fluss und da werden wir heute nächtigen. Es ist jetzt etwa 4 Uhr nachmittags und morgen geht es dann den anderen Berg hoch. Und in der Distanz hinter uns, da in der Richtung, hört man Affen. Also ich bin hier echt im Dschungel, ey. Hier war mal der Weg, sagt er. Und früher war das der Weg, der bis nach Quito geführt hat. Also Quito war ja auch eine indigene Metropole schon. Und von den Inka. Und hier führte der Inka-Pfad durch, also ungefähr hier in diesem Gebiet. Oben waren wir wohl noch genau auf dem spezifischen Weg der Inka, der die Städte der Inka miteinander verbunden hat. Also über den Weg sind die Inka nach Quito gelaufen. Oh, ich muss den Poncho mal bald ausziehen, der nervt jetzt echt beim Laufen.
Also, das Wasser ist auch über den Poncho in meine Gummistiefel gelaufen. Und deswegen laufe ich jetzt im Wasser mit schmerzenden Stellen an den Füßen. Sehr unangenehm. Teilweise hält man sich hier an Bäumen fest, die einfach wegbrechen, weil alles morsch ist. Ah, da unten ist der Fluss. Jetzt sind wir nah. Ich habe jetzt so einen Wassercontainer mit sich rum, der hier rumlag. Ich glaube, den will er einfach. Fuck, ey. Voll reingelangt. Hier, Moos bewachsen und darunter Dorn. Gott sei Dank habe ich Handschuhe an. Ey. Aber einer hat perforiert. Uff. Una represa, okay. Okay, jetzt nimmt er ihn doch nicht mit, jetzt hat er ihn ins Gebüsch geschmissen. Oh, hier wurden Bretter geschnitten. Da vorne stehen Betonwände im Fluss. Das ist nur vom Festhalten an den moosbewachsenen Bäumen, ist der Handschuh so durchnass. Weil das Moos natürlich das Wasser speichert. Ja, guck mal, der Pilz. Er sagte vorhin, der ist heilsam, medizinischer Pilz. Wow, como pueden hacer un trabajo así en medio de la selva? Ah, mira, ya hay una cabaña. Es nuevo. Sí, pasado, se nota, ¿no? Está todo nuevo. Sí, el año pasado no estaba eso. Jetzt hat er es geschafft. Okay, jetzt ich werde meine Stöcke nehmen, um mehr Halt zu haben. Ja. Kurze. Abenteuer, ziemlich krasse Strömung. Und jetzt sind meine Schuhe natürlich voller Wasser. Also ich habe ungefähr bis hier im Wasser gesteckt. Hatte vorher alles in die Drybags gepackt. Jetzt sind wir hier wieder ein Stück hoch im Wald gelaufen und werden hier jetzt campen. Sieht noch nach nichts aus, aber man muss es sich nur gemütlich machen. Mache ich hier ein bisschen sauber und werde hier meine Hängematte aufhängen. Guckt euch diese Schnecke an. Man muss die im Vergleich zu meiner Hand sehen. Er hat gerade gesagt, es ist ein großes Glück, die zu finden. Und jetzt haben wir Essen für morgen, sagt er. Die ist so groß. Die ist einfach so groß wie eine Hand. Und die will er morgen essen. Okay, lasse ich mich mal drauf ein. ¿Y sabe agradable? Sí. Rico es. Sí. Eso que se oye encima de nosotros no son monos, ¿verdad? No. ¿Qué hace? No.
Er sagte vorhin, er findet es ein bisschen schade, die zu essen. Ich liege jetzt im Bett in meiner Hängematte. Noch habe ich meine Brille auf, die nehme ich gleich auch ab. Ja, es ist jetzt irgendwie 8:30 oder so. Also recht früh. Ich habe ein bisschen Kopfschmerzen, aber ich massiere mich schon die ganze Zeit. Ja, es geht. Ich glaube, ich habe nicht so viel getrunken heute, wie ich hätte müssen. Eigentlich hätte ich ja 2 bis 3 Liter wahrscheinlich trinken müssen, bei dem so sehr, wie ich geschützt habe. Aber ja, ich habe jetzt vorhin am Fluss nochmal viel getrunken mit meinem Filter. Und es ist ziemlich laut, aber es ist okay. Naturgeräusche finde ich okay. Also ich wünsche euch eine gute Nacht. Wir sehen uns morgen. Dann wird die Schnecke gekocht. Wenn dir dieses Video gefallen hat, dann vergiss nicht, es zu liken und den Kanal zu abonnieren, damit du auch die weiteren Folgen dieser Miniserie nicht verpasst. Vielen Dank fürs Zusehen. Bis bald.